Klopapier haben wollen. Wie? Nur 2 Packungen Klopapier pro Person! Herzlich willkommen, Frau Gamer. Zack McFly wieder am Start hier nach Blair Witch. Ein bisschen wieder hier rauskommen. Und das funktioniert am besten in Stress Out. Kam jetzt am 10. Dezember in der Early Access Phase raus. Wir sehen es da und man sieht auch, fällt mir direkt hier auf, es gibt hier sogar eine Streamer-Option, aber ich streame jetzt gerade nicht, deshalb haue ich hier einfach mal auf Start und wir lassen uns mal überraschen. Down here, on your wrist. Wie wir hier unseren Stress loswerden. Das sieht ein bisschen aus wie so DeLoreans, ne? Auf jeden Fall sieht das aus wie DeLoreans. Ich habe nicht zugehört, aber ich glaube, ich soll teleportieren. Ja. Ah, guck mal, hier sind doch ein paar Optionen, oder? Soll schön aussehen, oder? Super Sampling, weiß ich nicht, machen wir 150% an, ja, ich weiß es nicht. Kann ich die Sicht ändern? Ah, okay, alles klar. Drop when fist is closed. Das verstehe ich alles nicht. Smooth. Ja, kein Teleport. Ja, sehr schön. Locomotion nach dem Kopf. Play Music. Klar, warum nicht? So, jetzt kommen wir zum Spiel selber. Es gibt Upgrades, Collectibles und Secrets. Und unser erstes Level ist Tutorial. Was ist denn Local Party? Oh Gott! Okay, ich kann auf jeden Fall mit allem irgendwie interagieren. Ohne dass ich das drücken muss oder so, also sehr realistisch. Ist das jetzt das Tutorial oder ist es das Local-Modus? Warte, ich gehe nochmal kurz. Komme ich so zurück? Nochmal in die Garage. Ja, alles klar. Ja, habe ich ausgestellt, aber okay, danke. Floorplan, was ist denn mit diesen Autos hier? Warum sind die so markiert? Komm, ich mache erst mal das Tutorial, bevor ich hier rumturne. Tutorial, okay, dann drücke ich auf Tutorial. Okay, es ist tatsächlich was anderes. 39 Items. Wie sieht das denn auf dem Bildschirm aus? Okay, ich weiß nicht, ich hatte jetzt Angst wegen dem lokalen Modus, dass ich da irgendwie die Sicht geändert habe. The ring around the outside is the number of gradings you've already achieved. Ja, okay, die habe ich alle grau-braun gemacht. You can achieve a maximum of 4 gradings. Muss ich alles anmalen? Yes, wreck it all. The door is open. It's time to go. Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz das Ziel. Warum komme ich nicht hier durch? Was soll mir das denn sagen?
Was soll mir das sagen, bitte? Also bin ich jetzt... Ich muss mit dem Teleporter rein. Ah, ja, okay. Das mit diesem freien Bewegen. Stand ja, glaube ich, auch, dass es Beta ist. Alles klar. Aber trotzdem, was soll mir das sagen? Jetzt kann irgendwer mal dann einen Kommentar schreiben, was diese Hände mir sagen sollen. Wonderful. Okay, alles kaputt machen hier. Das ist das Ziel vom Spiel. Und selbst zerstören. I love it. Ah, ich liebe es auch, ja. Uiuiui, aufpassen. Ganze Regal zerstört hier. So, 28. Was sagt mir? Oh. Oh, okay. Jetzt geht's erst richtig los hier. Okay, ich muss ihn irgendwie anders nehmen. Bam! 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 Alles wird zerstört hier! Null! Dann bin ich fertig, oder? Superpower? Ja, warte mal kurz hier. Ein Upgrade. The fun begin. Jetzt noch irgendeine Erklärung. Und ich wäre sehr zufrieden. Ich kann springen. Ah, warte. Die Drehung ist ein bisschen Point. Hä? Hä? Was ist denn dieser Schritt Orientation? Wie weit sollen die denn weg? Warum kriege ich die Daumen nicht zusammen? Warum leuchtet? Ich glaube, das ist nicht richtig. Ja, ich scheiße jetzt auf die Superkraft hier, ne? Ich habe meine eigene Superkraft. Spiele austricksen. Aber so komme ich halt auch irgendwann nicht mehr weiter, ne? Okay. Extend your arm towards the target. Then point your finger at it to shoot the objects you've collected. Yes, very good. Wo habe ich hier jetzt hergehabt? It's time to go. Die Tür ist auf. Ich habe nichts gelernt. Oh, oh, oh! Jetzt klappt's auf einmal. Bam, 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 bam! Ich weiß auch nicht, ich hab eigentlich die ganze Zeit alles richtig gemacht, aber am falschen Stapel? Keine Ahnung. Erstmal hier ein bisschen alles ein bisschen hier ordentlich machen, ne? Ach du Scheiße! Er hat das ja nicht stehen lassen, ne? Braucht erstmal ein bisschen Platz hier. Das war fantastisch von mir. Die Tür ist auf. Ich verstehe es nicht. Aber man muss ja auch mal sauber machen, ne? Wo ist denn die Tür? Der hier muss ins Auto. Kommt her. Bam, 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 bam. Sehr schön, danke. Welche Tür? Und erstmal alles anmalen. Vielleicht auch kaputt machen.
freeze, I mean crush, kill and destroy. Ach so, ich verstehe, das muss gefärbt sein, damit das funktioniert. Okay. Third grading to continue. Es geht hier, Storage. Die sind alle grau, oder? Gut. Oh, come on, you must have seen a portal. Ja, ja, Portal kenne ich. Portal kenne ich. Das ist gar kein Problem. Was ist das? Ah, Collectibles. Ich schieße sie zurück in das Portal. Was willst du eigentlich hier? Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich mache es irgendwie richtig. Bam, 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 bam. Piu, 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 piu. Alles hier ins Portal rein. Hä? Ich kann es mir eigentlich einfacher machen, oder? Ich kann alles hier runterballern. Und dann kommt das hier wieder raus. Boah, mal schauen, ey. Ich hau hier alles rein jetzt. Alles. Ah, ich kann echt gut mehr mitnehmen. Habe ich irgendwo eine Anzeige dafür? Ich habe hier auf jeden Fall zweimal die 83 stehen. Okay, ich muss alles anmalen, glaube ich, hier. Das schießt ein bisschen daneben. Sag das, ich fange das hier auf und schieße das hier raus. Perfekt, oder? Perfekt! Mann, ey, ich müsste echt Superkräfte haben. Ich kann damit richtig gut umgehen. Nicht? Ich soll meine Telekinese nicht verwenden, hast du gesagt gerade? Hast du es gesagt? Also soll es wahrscheinlich doch tun, oder? Keine Ahnung. Ich mache es einfach. Okay, the door is open. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Geht ab! Ja, haut ab! Wow! Ach, hier war eine Glasscheibe. Gib mal her, den ganzen schönen Kram hier. Okay, das hätte ich nämlich gerne. Oh, guck mal, wie stark ich bin. Bam! Bam, diese fette Kugel macht mir gar nichts. So, nochmal Storage. Das heißt, noch mehr Sachen, die ich wegballern kann. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, was ich machen muss, aber ich würde sagen, einfach mal hier so ein bisschen rumtigern und dann finden wir schon irgendwie eine Lösung. Kann ich die Bänke? Ah, ich bin nicht stark genug für die Bänke. Das kommt vielleicht noch. Lift. Aha.
Okay. Kommt mal alle wieder her. Das waren drei, ne? Jo, sehr gut. Ich sag auch einfach mal ein bisschen hier rumgucken und. Okay, es ist auch ziemlich offensichtlich hier, die roten Knöpfe. Aber wie er schießt, ist nicht offensichtlich. Ja, perfekt. Lift ist unlocked, ne? The lift is unlocked. Let's get moving. These boards display information about your progress and let you change game settings. Okay, habe ich jetzt das erste Level? Ich gehe einfach mal in den Aufzug, ne? Chapter 1. Alles klar. Dann schauen wir da auf jeden Fall nochmal rein. Was da noch alles Schönes kommt bei diesem Spiel hier. Wieder die Einstellungen hier. Ich will eigentlich nur die Kartons haben. Zum Ballern. Aber man kann ja auch ein bisschen zerstören hier, ne? So, ich gehe mal weiter. Mal schauen, was hier passiert überhaupt. Jetzt ist ja das erste Chapter. Karl. Party. Global Ranking. Was? Level 1. Okay. Ich gehe einfach mal hier in die goldene 1 rein. Es gibt auf jeden Fall, man kann irgendwie Punkte verdienen. Man sieht, es gibt eine globale Tabelle. Eins hebe ich wahrscheinlich mehr Sachen gleichzeitig auf. Mach ich mal hier die ganzen Türen erstmal auf. Ich will auf jeden Fall Fast Food hier. Das ganze Fast Food. Ist alles meins. Alles meins. Sind die Leute beim Lockdown hier, wenn sie Klopapier haben wollen? Wie? Nur zwei Packungen Klopapier pro Person! Aber das wäre aber geil, wenn man so shoppen könnte. Man geht einfach durch den Laden. Zack, 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 zack. Alles mir, alles mir. Bäm, 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 bäm. Und dann, wenn da ein paar Kunden sind, die dich abfackeln. Bäm, 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 mit Milchtüten abschießen. Rating Run, jawohl. Yes. Ist es jetzt vorbei? Ist Rating 1 gut? Ich glaube nicht, ich glaube 4 ist das Beste, ne? Geht es noch Zeit? Wo steht meine Zeit? Ich habe doch noch 1,5 Minuten oder so Zeit, glaube ich, ne? Erstmal ein bisschen wegballern hier. Okay. So, und jetzt sauge ich wieder ein und währenddessen. Also muss ich das jetzt auf so viel wie möglich hier färben? Ich bekomme auf jeden Fall die ganze Zeit gut geschrieben. Und es sieht so aus, als bräuchte ich noch ein paar Tiefkühlpizzen. Nee, weil ich glaube, da geht es auch weiter dann noch, oder? Mach mal alles meins hier. Alles meins. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier die Schnellkassen, die Hälfte der Leute eh nicht verstehen. So, jetzt geht's weiter hier, oder? Das ist der geheime Gang, das ist der geheime Gang hier. Geh mal weg. Was ist das? Boah, noch mehr Storage. Okay.
Jetzt kann man hier richtig Stress machen. Ah, ist der Frau zuletzt? 60 Sekunden noch. Ist gar nicht so leicht, diese VR-Axt hier zu bedienen. Die hängt irgendwo fest. Sie ist in meinem Menü. Warte mal ganz kurz, ich habe die Wand gespielt. Ich habe keinen Bock, in die Wand zu schlagen. Warum treffe ich diese scheiß Dosen nicht? Ah, schon besser. 3 Sekunden, ja komm, Rang 3 will ich aber noch bekommen. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ich krieg doch immer meine Zeit dazu. Wo ist denn jetzt genau die Herausforderung, wenn ich fragen darf? Ich berühre das jetzt einfach mal alles. Meine Keime! Meine Keime! Meine Keime! Und da ist es passiert, die Wand. Ja, Collective 3 oder 3 von 4. Das wollte ich erreichen. 163 Objekte sind hier noch. Jetzt muss ich aber auch ein bisschen aufräumen. 4, 3, 2, 1. Ist okay, ich mach schon sauber. Ich mach schon sauber. Das ist sehr romantisch, was du da sagst. Ein bisschen komisch, aber auch romantisch. Ich gucke mir noch das zweite Level an. Ja, Teleport. Dass sie das jetzt nicht berücksichtigt haben. Komm, wir machen Smooth Movement. Dass dann die Leute auch in die Tür reingehen können. Nee. Der Teleport, der muss auf jeden Fall benutzt werden. Ich check auch meine Wand. Einkaufsladen. 1500 Objekte. Shooting Power? Na klar, nehme ich mit. Krasse Shooting Power. Ja, ich muss eigentlich mit einer immer schießen und mit dem anderen aufsammeln, ne? Ja, okay, da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen irgendwie Stress machen, um mich auch ein bisschen zu unterhalten. Ansonsten schaut ihr eigentlich nur mit zu, wie ich so stehe. Also jetzt so rein aus der Sicht ist das super unspektakulär eigentlich. Ich müsste mich mal informieren, wofür dieser Streamer-Modus genau gut ist. Es könnte natürlich eine witzige Idee sein, die dahinter steckt. Ich habe es jetzt vielleicht einfach nicht verstanden oder mich auch nicht vernünftig mit auseinandergesetzt. Kann ja auch noch jemand in die Kommentare schreiben. Ich wollte in naher Zukunft mal probieren, jetzt dann auch Livestreams mit Oculus VR zu machen. Also im Prinzip sollte das auch kein Problem sein. Das, was halt immer wieder Thema ist, ist halt Live-Chat. Wie kriege ich den vernünftig auf die Brille? Ja, das ist das Einzige, was mich daran hindert. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer, dass ich, habe ich hier schon irgendwas fertig? Habe ich hier schon einen Punkt? Gib
gibt es keine Punkte dafür, wenn man aufräumt. So, wenn ich jetzt sage, wetten wir hier jetzt wieder irgendwie. Oh, oh, oh! Alles gut? Okay. Die gehen nicht auf. Die gehen nicht auf. Dann mache ich den Raum hier fertig. Und dann räume ich mal auf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Natürlich. Oh. Ah, ich kann die Typen aufsammeln. Ja, jetzt wird das Spiel aber langsam interessant hier. Und dann sehe ich ihn, was ich wieder hab. Ah, da ist er. Der Arme, komm her. Komm her. Okay, ich glaube, hier ist alles aufgeräumt. Aha, Collection Rate. Collection Rate Upgrade. This is damit können wir richtig krass aufräumen, ne? Wollte ich jetzt so mal erwähnen. Sehr gut, danke. Erstmal Collectible. Terrible! Okay, hier ist alles angemalt. Alles angemalt. Ach, der ist grau. Ja, klar! Nimm doch noch einfach einen dunkelgrauen Ton, damit man das auch dann nicht mehr erkennt, ob der jetzt aktiv ist oder nicht. So. Und du wirst jetzt hier schön eingebaut. Der ist schon. Der liegt ja schon tot. Ist das schon gut? Kommt hier nicht mehr raus, oder wie? Ich habe nur noch 6 Sekunden. Okay, also. Das braucht zu viel Zeit hier. Es war zu ordentlich gemacht, glaube ich. Ich baller jetzt einfach alles hier rein. Ah, es muss auf jeden Fall noch geupgradet werden, alles. Ja, 20 Sekunden noch, okay, ich baller ein bisschen. Rating 2, komm, das haben wir uns doch verdient noch. Die Bananen sehen aber nicht sehr appetitlich aus. Schnell, 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 gib mir das ganze Obst. Das ganze Obst möchte ich haben. Ob das auch so zerplatzt, wenn man das gegen die Wand schießt? Bip, 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 bip. Bisschen wie Pistol Whip jetzt, ne? Da musst du seine eigene Musik machen. Ja, die 2 reicht mir, die 2 reicht mir. Ja, komm mal hier, ich hole immer wieder 2 Sekunden zurück. Nein, hier ist nichts mehr. Ah. Super hot. Ist doch der von Herr der Ringe, ne? Ist das James Charles als Kim Jong-un? Alter, was habt ihr für Bilder? Was ist mit diesem Pikachu los? Das ist Rick and Morty Pikachu. Krass, krass, krass. Step only. Complete the game. Okay, da kriegt man nochmal krasse Updates wahrscheinlich, um richtig auszurasten am Ende. Ich war jetzt Chapter 1 von, ich meine 3 hätte ich gesehen in dem Aufzug. Ich habe jetzt noch Level 3. Ich habe hier bestimmt dann noch Level 4. Vielleicht ist das noch ein Level 5. Und was ist hier noch? Hier sind ja überall noch Level, ne? Was ist denn? Was ist denn? Hallo? Okay.
Alles klar, wie viele kriege ich durchgeschossen? Und Schuss! Okay, immer nur eine. Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, ja, okay. Interessanter Raum, interessanter Raum. Hier gibt es ja auch voll viel zu entdecken, okay. Ja klar, da kämpfe ich mich doch gerne durch. Da ist aber nichts. Da ist einfach nichts. Wo laufe ich denn jetzt hier lang, bitte? Ach, zurück. okay, ja, das finde ich gerade ganz lustig hier, warte. Da gibt es ja bestimmt noch einiges. Hier war ich gerade, ne? Ah, okay. Geh weg! Weg! Weg hier! Aha, okay, was ist das? Simulationsraum? Ich hab doch schon was aufgesammelt, oder? Das? Ne, da ist ja das so der Halter. Okay, aber ich hab doch Sachen aufgesammelt. Vielleicht muss man eine bestimmte Anzahl aufsammeln, damit das eins ergibt. Weil das sah ja immer sehr kaputt aus, sage ich mal, ne? Alle Stress-Out-Letters, 3 habe ich nämlich erst. Und Rating, keine Ahnung. Ich schaue mich einfach nochmal kurz um. Vielleicht finde ich ja noch ein paar interessante Sachen, die man hier machen kann. Wobei ich glaube, ich bin durch. Ich habe alles gesehen. 928, Rating 3 von 4. Ich habe 7 Upgrades. Kein Secret. Mit der Lokalparty hier, lokale Party, Jungs, das muss man sich auch merken. Informiere ich mich noch. Wenn das geil ist, dann werde ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, wieder mit dem Thomas, mit dem ich Panoptik schon aufgenommen habe. Und dann werden bestimmt dann. Das könnte vielleicht Spock machen, ne? Das ist halt die Frage, was dann der andere Kollege am PC macht. Ansonsten, ja, macht auch nicht viel Sinn, jetzt drüber zu reden noch, weil ich keine Ahnung habe, was dahinter steckt. Ja, ich denke mal, für so First Look hat das gereicht. Stress out, ne, wenn ihr mal wirklich ein bisschen euch abreagieren wollt. Passt auf, dass ihr genug Platz habt hier. Wo ist meine Wand? Ah, ja. Ne, gegen so eine Wand schlagen ist nicht so lustig. Von daher, oh, 28. Platz 28. Das bin ich. Damit würde ich sagen, müsst ihr jetzt auf jeden Fall abonnieren. Den Platz 28 weltweit hier in Stress Out. Ist da 2 Tage raus, aber egal. Like das Video und haut rein.